So, das ist jetzt Limesliga Sommerturnier 2015 in Regensburg, das eine Halbfinale, was wir gefilmt haben. Und zwar ist das, wird das ausgetragen zwischen Fabs und mir. Ich habe gehofft, dass der Steffen jetzt mal einschreitet, aber das hat er noch nicht getan. Alias Banzai. Danke. Und schauen wir die Liste von Fabs an. Haben wir im Spiel schon davor getan. Ich finde sie solide. Okko findet sie nicht überragend. Ich fand sie auch nicht überragend, bis ich musste. Und vielleicht ist, was Okko gesagt hat, die Liste schwächer als der Spieler, aber ich habe diese Liste definitiv auch, sage ich mal, nicht entsprechend zu würdigen gewusst, lieber Fabian. Stelle mal erwähnen. Also auf den ersten Blick weiß man nicht so wirklich, was man davon halten soll. Ne? Es sieht solide aus mit der Firespray von dem HWK. Ich persönlich bin nicht so überzeugt von den HWKs, aber es scheint ja zu funktionieren, die Liste. Was natürlich hier schwierig dabei ist, auf was soll man sich konzentrieren? Mein First Target wäre auf jeden Fall die Firespray. Den Rest würde ich erstmal versuchen zu ignorieren. Ne? Das kommt immer drauf an. Ich denke, das ist immer halt dann. Was fliegst du dagegen? Definitiv. Und ja. Was er, finde ich, sehr gut gemacht hat, ich weiß nicht, ob ich es richtig in Erinnerung habe, aber ich glaube, die Firespray hat unter 50 Punkte. Ich glaube, die Firespray hat 49 und der Rest. Zählen, ja, 4, 6, 11, ja, 49 Punkte, ja, das ja. Macht schon Sinn, ja, und vor allem zweimal den gleichen Pilotenwert mit der HWK und der Firespray beide auf 7 und die beiden Z95 mit 1 beim Fliegen, kann das entscheidend sein im Getümmel. Ja, die HWK ist von daher sehr unangenehm, weil sie dir eben Fokus oder die Welt klauen kann, ne? Das ist übel. Dazu noch eben zwei recht solide Blocker. Sicherlich, Okko hat einen Punkt, wenn er sagt, dass ein TIE Fighter besser blocken kann als ein Z95. Aber ein Z95 hat dafür halt auch zwei Schilde. Ja, da gebe ich dir schon recht. Also diese Sache mit Fokus und Evade wegnehmen von der HWK, das macht es schon echt, weil eigentlich bleibt ja dann im Nahkampf nur die Zielerfassung. Das funktioniert auf Range 1 bis 2, sogar auf der mittleren Distanz. Also das kann schon sehr einschränkend sein. Ja, ziemlich eklig. Kann ich aus Erfahrung sagen. Gucken wir uns mal die zweite Liste an. Schauen wir. So, dann schauen wir mal, was der Banzai so aufs Feld bringt. die zwei Aggressoren B und C ist irgendwie, denke ich mal, eine ziemlich klassische Kombo, die auch am meisten Sinn macht. Dann ihr fürchtete Doppelkrabbe. Ja, aber absolut. Also Setup sieht sehr interessant aus. Veteraneninstinkte finde ich gut. Der 8er Pilotenwert, der macht schon was aus. Vor allem gegen die anderen Doppelkrabben, von denen ja nicht allzu wenige unterwegs sind. Die Schubdüsen, da bin ich auch immer dafür, gegen die ganzen 360-Grad-Geschütze. Und da man ja sowieso versucht, auf Range 3 zu bleiben mit der schweren Laserkanone, ist das eigentlich die passende Ergänzung dazu. Das Einzige, wo ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenken würde, wären die Rückkopplungsdämpfer oder das Rückkopplungsfeld. Weiß nicht, der Sinn dahinter sind natürlich die ganzen Sontiers und Phantome, die da so rumschwirren. Ob das jetzt so oft zum Tragen kommt beim aktuellen Meta, ist die Frage, aber ist doch eine sehr solide Liste, würde ich sagen. Ja, habe ich im Turnier auch so erlebt. Allerdings muss man sagen, es sind nur zwei Schiffe. Und wenn dich die grünen Würfel im Stich lassen, dann kommst du halt sehr schnell unter die Räder. Nicht ganz so schnell wie jetzt Interceptorenlisten oder so, weil du hast halt doch schon 4 Schild, 4 Hülle. Aber es ist in dem Turnier schon vorgekommen, dass ich, keine Ahnung, 5 grüne Würfel hatte und einen zusätzlichen Evade und ich habe 5 Augen gewürfelt. Ja? Da hat mir keine automatische Schubdüse was gebracht, gar nichts. Ja? Also man muss, es ist nicht ganz unrisky, aber sicherlich sind Doppelaggressoren interessant. Wenn ich im Recap, da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen, Rückkopplungsfeld, gebe ich dem Steffen recht, war ich mir selber nicht sicher, hätte es beinahe noch rausgeschmissen, weil ich irgendwie gedacht habe, naja, nimmst du lieber die Trägheitsdämpfer, hast du 49 Punkte pro Krabbe, kann auch manchmal recht entscheidend sein bei Miro-Matches. Und
hast dann dieses Rückkopplungsfeld nicht. Und tatsächlich hat mir dieses Rückkopplungsfeld mehr als einmal das Spiel entschieden. Und zwar knappe Spiele, sehr knappe Spiele. Und das ist wiederum was, was ich selber nicht erwartet hätte. Ja, und die Feuer und was bei dieser Liste hart ist, ist halt der eingebaute Gunner quasi im EGB plus das Feuerkontrollsystem plus die schwere Laserkanone. Also das ist, das muss Schaden machen. Ja, der Gegner muss das Rückkopplungsfeld halt immer auf dem Schirm haben, ne? Und gerade du mit den Aggressoren und der Laserkanone musst auf Range 2 bis 3 kämpfen und wenn du dann doch mal auf Range 1 dran bist, kannst du es halt ziehen und auch angeschlagene Flieger vom Gegner muss er sich genau überlegen, wo er die halt hinsetzt. Ja. Auch als Arc-Dodger bist du halt nicht unbedingt darauf angewiesen, im Feuerwinkel zu sein. Oder, was ich auch gelernt habe, wenn du auf einem Asteroiden sitzt, kannst du das Ding nämlich auch zünden. Okay. Nicht ganz unwichtig. Nicht ganz unwichtig. Du okay. Wollen wir mal sehen, ob du sie jetzt gleich brauchst. Wollen wir das Spiel schauen? Auf jeden Fall. Alles klar. Here we go. So, wir haben schon aufgebaut. Und die Asteroiden liegen, die Schiffe stehen. Was man... Ach, guck mal hier. Schön. Shake hands. Ja, wir versuchen irgendwelche lustigen Dinge zu machen, die allerdings nicht in der Kamera sind. Was ich jetzt hier an dieser Stelle mal wirklich bemerken möchte, ist, dass ich vorher gegen Fabs gespielt habe. Und da habe ich im ersten Zug das Spiel, hatte ich im ersten Zug das Spiel quasi abgegeben. Ich hatte wirklich die schlechtere Eröffnung, weil er einen Zug aus der Mitte heraus mit seinem kompletten Pulk gemacht hatte, in eine Richtung, die ich nicht vermutet hatte. Okay. Du hast das erste Spiel verloren gegen ihn, ja? Nein, ich habe es gewonnen. Im letzten Moment habe ich es mit 51 zu 50 Punkten gewonnen. Okay, knappes Ding. Und jetzt muss ich sagen, dass ich jetzt von seiner Aufstellung meine ich auch nicht despektierlich, aber ich war doch etwas überrascht, weil das erste Mal hat er mich wirklich verladen. Und ich bin mit den Krabben quasi fehlgestartet und das ist ganz schwer, mit den Krabben dann wieder zurück ins Spiel zu kommen. Und hier hat er sich direkt auf eine Seite festgelegt und dann wusste ich genau, was ich tun muss. Okay. Es war mir also klar und somit konnte ich das Spiel nach meinen Vorstellungen stärker gestalten als die Runde, als wir uns in den Punktspielen getroffen haben. Das heißt, im ersten Spiel hat er nicht so im kompletten Block aufgestellt. Doch, aber er war mittig. Ja. Eher leicht von sich aus gesehen rechts versetzt und ist dann mit langen Banks nach links geflogen. Ah, und das hat mich vollkommen überrascht. Lassen, ja. Und was er jetzt macht, ist eigentlich das, was wir vorhin beim Spiel Frank gegen Dings gesehen haben. Ich wiederhole es nochmal. Frank ist eigentlich in dem Moment auf Fabs draufgezündet, mit allem, was geht, Vollgas. Ja. Und genau das macht jetzt versucht jetzt Fabs gerade mit mir zu machen. Mhm. Und das ist mir glücklicherweise klar gewesen, so dass ich natürlich nicht die Krabbe in dieses Frontalfeuer fliegen werde. Ich glaube, so viel sei jetzt mal vorweggenommen. Okay, fliegst wahrscheinlich am Spielfeld lang unten auf die andere Krabbe zu. Ja, genau. Ich sehe das Manöver nicht so ganz, aber das würde jetzt eigentlich Sinn machen, oder? Ja, genau, das wird auch passieren. Du darfst aber jetzt weiter gerne über meine Manöver mutmaßen. Soll ich spekulieren, ja? Ja, wenn ich spekuliere, hat das irgendwas von, ich weiß nicht mehr, was ich geflogen bin, was aber auch durchaus mal sein kann, also da bin ich ganz ehrlich, es war halt das Halbfinale. Ja, und bei 35 Grad und ich weiß nicht, wie viele Spiele hattet ihr schon hinter euch, 6, 7 Spiele? Acht Hinspiele. Über zwei acht Tage, ja. Also da kann man schon mal so einen Zug vergessen, denke ich, ne? An dieser Stelle sei erwähnt, dass ich am bestorganisierten X-Wing-Spiel aller Zeiten, Turnier aller Zeiten teilgenommen habe. Ja, ich habe nur Gutes gehört, ne? Perfekte Orga, irgendwie ja, nette haben, Leute. Das haben Sid und Fabs wirklich ganz großartig gemacht, das muss man an dieser Stelle mal sagen. Okay. So, das, was ich da jetzt gemacht habe, ist, ich ergreife nicht die Flucht. Sondern das ist eigentlich ein probates Mittel. Das hat sich übers Turnier bei mir auch so ein bisschen etabliert, dass ich mit den Krabben so ein bisschen Haschmisch spiele. Ne? Also okay. Mit der, auf die man eigentlich draufzimmern will, mit der locke ich den Gegner ein bisschen rum. Ja. Und mit der anderen versuche ich ihn eigentlich zu flanken. Okay, was hast du da drüben hingestellt? Die mit dem Gunner, also dem B oder C? Ja, ich glaube, die mit dem Gunner steht unten. Ja, das ist. Ich bin gerade am IGB dran. Ja, der wäre auch
kritischer, den zu verlieren, denke ich. Ja, das kommt drauf an. Also im Endspiel mit der automatischen Zielerfassung nicht mal unbedingt. Okay. Kommt halt drauf an, ne? Wie viel noch gegen dich steht. Ob du mehr Firepower oder mehr Ausweichen brauchst. Also das will ich gar nicht so. Also beide sind sehr wertvoll, habe ich im Turnier rausgefunden. So, die nächste Runde. Gut, auch er hat natürlich die kürzeren Manöver mit seinen kurzen Schiffen, ne? Deshalb versucht er jetzt natürlich den Winkel erstmal ein Stück zu verkürzen. Kriegt er dich nie Zielerfassung? Ja, sieht so aus, ne? Ja, aber scheint drin zu sein, ganz knapp. Ja. Ja, da ist er. Ja, gut, der andere Z95 hinterher. Ja. Was macht die HWK? Ich sag ruhig, Blutie fliegt ja noch. Brustfabs. Nein, also man muss wirklich auch attestieren, Fabs ist wirklich ein sehr, sehr starker Spieler. Und das hat man bei dem Turnier gesehen. Also wenn man den Cut rekapituliert, ich glaube schon nach Tag 1 war relativ klar, dass Frank the Prank, Frank und Pikibu Fabs eigentlich aus den Top 4 nicht mehr rausgehen können. Ja, ich sag mal, der Fabs muss ein guter Spieler sein, weil wer auf dem RPC in Köln noch nebenbei Zeit hat für einen Live-Ticker beim Spiel, also Hut ab, da muss man schon immer einen Schritt voraus sein. Ja, sehr zu deinem. Auch das habe ich spannend verfolgt, genauso wie hier was der Steffen verpasst, Gruppe von Regensburg. Also ja. Irgendwie bin ich doch da immer dabei, ja. Ich hoffe demnächst auch mal wieder live hier im Taunus. Also Steffen liest auf jeden Fall sehr viel weniger Bild-Zeitung als irgendwelche X-Wing-Turnier-Ticker, wenn wir unterwegs sind. Ja, kann ich bestätigen. So viel steht fest. So, jetzt spannende Frage, was macht der HWK? Ich glaube, ich weiß es, deswegen kann ich es ja schlecht sagen. Fliegt gerade hinterher. Ja. 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 Immer schön im Flug weiter bleiben, ja. Weiter ungewöhnlich. Ja. Aber man sieht schon, dass er versucht, mir halt den Weg abzuschneiden. Ne? Also er antizipiert jetzt schon sehr gut, was ich mit der Krabbe machen werde. Er glaubt nicht, er glaubt nicht, dass ich da hart eindrehe. Ja. Sondern er denkt einfach schon 2 oder 3 Züge im Voraus und fliegt einfach, sag ich mal, über die Mitte der Map. Ja. Um dann immer noch die Option auf beide Ziele zu haben. Ja. Ich meine, er kann immer die komplette Konfrontation suchen. Ne? Ich meine, er hat so viel Firepower, ja. Und dann dadurch, dass er dir halt wirklich noch ein Evade oder einen Fokus wegnehmen kann, also das wäre schon übel. Ja. Was halt bei den Krabben, also du weißt ja, dass ich sonst ein etwas anderes Fitting ausprobiert und gespielt habe. Mhm. Und keine Ahnung, auch damit ganz gut zurechtgekommen bin. Mehr Beweglichkeit, weniger Firepower. Mhm. Oh, an dem Manöver sieht man übrigens, dass ich mit den großen Bases fliegen gelernt habe. Ja, sonst wäre ich immer auf den Asteroiden drauf geflogen. Ja, das war gut gemacht. Ja, aber nicht. Aber keinesfalls passiv. Aber ich glaube, das ist nicht drin. Ich glaube, auch mit Schub bin ich nicht ganz rangekommen. Nee, das sieht aus, als würde es nicht passen. Ist ein bisschen schwierig abzuschätzen mit der Kamera. Nee, ich glaube nicht. Nee, neue Runde. Definitiv. Jetzt ist natürlich die Frage, was machst du mit den Krabben, ne? Ob ja. Du rausziehst mit dem Messloop mit deiner Gunner-Krabbe. Das ist richtig. Und wieder hat Fabs seine Sachen eigentlich so platziert, dass er eigentlich seine Hausaufgaben gemacht hat. Ja. Also im Anflug immer gut. Also. Macht er echt immer gut, ja. Ist auch interessant, dass ich die meisten Brain Games gegen Fabs auch verloren habe und dann doch die Spiele gewonnen. Obwohl das klingt erstmal total schizophren, aber es ist tatsächlich so. Okay. Ja, also ich bin momentan dürftig, also wenn der Fabs von X-Wing träumt und er hat einen Albtraum, dann träumt er wahrscheinlich von mir. Obwohl mir das total leid tut, weil ich ihm den Sieg mehr als gönnen würde. Er wird ihn auch noch kriegen. Weil ich glaube, er spielt einfach dafür, um den nicht zu kriegen, dafür spielt er einfach zu gut. Gibt noch ein paar Chancen.
Und wenn ich mich recht entsinne, wird es jetzt wieder was geben, wo er dann sofort antizipiert hat, alles klar, jetzt habe ich mich entschieden, auf wen ich jetzt hier drauf gehe. Ja, okay. Ja. Gibt es jetzt einen ganz klaren Move, der mir aber egal war. Ich wusste sowas kommt in der Art. Aber ich wollte ihn, und das war letztendlich auch mein Ziel, ich wollte ihn in diesem Asteroidenfeld bekämpfen. Okay. Weil er immer in diesem Pulk fliegt und irgendwie muss er die Formation sprengen. Ja, also mich wundert es jetzt ehrlich auch. Also ich wäre jetzt auch reingezogen auf den... Keine Angst, der zieht rein. Auf den, der links steht, ne? Weil bis deine Krabbe rechts wieder rumkommt, also die kann entweder nur beim Catern, S-Loop oder ein paar harte Kurven, also es dauert ein Weilchen, bis die wieder... Aber jetzt siehst du, was er tut. Ja. Er kann nicht mit allen da rein, weil dann bumpt er sich zu... Ich glaube, dann bumpt er einfach nur noch, ja? Ja. Und genau das war ja auch ein bisschen das Ziel, ihn da reinzubringen, ja? Mhm. Um dann nach Möglichkeit ein bisschen, Feuer splitten, ihn in Manövriernot zu bringen, weil große Base plus drei kleine Base plus nicht die bewegungsfreundlichsten Schiffe vor dem Herrn mit HWK und 2Z95 machen dich natürlich im Asteroidenfeld auch ein bisschen angreifbar. Er hat es jetzt eindeutig gesplittet, gell, mit seinen zwei Damage-Dealern, da will er auf die Nummer B gehen. Ja. Und mit den Z95 versucht er vielleicht auch selber das Asteroidenfeld zu locken, um deinen zweiten Aggressor aus dem Spiel zu halten. Er kann ihn blocken zwischen den Asteroiden, er kann ihn ein bisschen aufhalten, und was hat er zu verlieren? Das sind 12 Punkte nur pro Aggressor. Und er hat immerhin 4 Schilde und 4 Hitpoints mit den beiden zusammen. Also die können schon den Aggressor eine Weile aufhalten da unten in der Ecke. Ich mach mal derweil, du kannst ein bisschen kommentieren. Ich mache derweil mal hier das Schadensdeck sozusagen auf, weil wir sehen im Prinzip auch nur das, was ihr seht, und können jetzt nicht immer eruieren, wer was für Schaden hat. Das kann noch keiner schießen? Ist nee, das wichtig? Bis jetzt hat noch keiner geschossen. Hat gerade überlegt, was er machen soll. Er entscheidet sich für einen Schub. Jetzt ist die Frage, blockt er dich oder ziehst du links raus mit dem S-Loop? Du kannst ja überlegen, was man machen würde. Dann bist du natürlich nicht mehr auf Range für deine Laserkanone. Kannst du mit der Primärwaffe schießen. Da kommt der HWK noch dazu. Wird vielleicht auf Range 2 stehen. Schwierige Situation für die Krabbe. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich fliegen sollte. Was du geflogen wärst. Das Manöver ist schon eingestellt. Mhm. So, schauen wir mal. Da kommt's. Und was ist es? Man kann die Farbe nicht erkennen. Könnte rot sein. Ist es der S-Loop? Ja. Ja, er ist es. Senior. Okay. Also Range 1 Primärwaffe. Und, ja, und aber... Und den Stress nicht vergessen, aber... Genau. Da ist er. Mach hier gerade mal das Schadensdeck zu Ende. Und jetzt noch einen Schub hinterher. Ja, ist das Primärziel bestimmt die Fire Spray? Nein. Nein? Nein, die Fire Spray war nie mein Primärziel. Soll ich dir auch sagen, wieso? Wieso? Weil, wie ich eingangs erwähnt habe, glaube ich, hoffe ich, ist Fabs Setup folgendermaßen gestrickt. Die Fire Spray mit all ihren Vorzügen hat 49 Punkte. Der HWK plus die 2Z95 haben 51. Ich habe 50 und 50. Okay. Das heißt, im Zweifelsfall gehe ich immer auf die Kleinen. Okay. Ja, ich hätte jetzt gedacht, die Fire Spray ist der Einzige, der so wirklich Schaden anrichten kann. Und mit zwei Ausweichwürfeln, gut, der HWK, ja, haben sie alle nur, aber... Das ist richtig, aber bis ich eine Fire Spray down habe, hat er einen IG down. Und dann gewinnt er. Aber okay. Bis er eine IG down hat, habe ich hoffentlich seine drei Flugzeuge down. Seine drei kleinen. Dann müsstest du eigentlich mit der HWK anfangen, oder? Hm? Ja, wenn sie im Ziel wäre, auf jeden Fall. Ja. Aber da das nicht der Fall ist, ich messe gerade aus, ob ich an den Z95 komme, weil du siehst jetzt, ich ignoriere. Ja, es ist aber draußen. Ja. Das hatte ich
aus der Perspektive hatte ich das irgendwie nicht gesehen. Und ist aber deutlich, sieht man auch mit dem Laser, ne? Mhm. Hätte ich gar nicht messen brauchen. Aber da sieht man schon, was meine Taktik ist oder was mein Wunsch ist. Ne? Ich möchte die kleinen Flieger rausnehmen. Gehst auf die kleinen Schiffe, ja. Ja. Im Nahkampf können die ziemlich eklig werden. Ja, es sind auch viele. Mhm. Es sind einfach viele. Ja, ja. Ich habe 2 Schiffe, er hat 4. So, wer schießt jetzt? Nummer B auf die Feuerspray. Okay, ich glaube, ich habe mich... Was hast du? Sind das 4 Hits? 4 Treffer, 2 Hits. Also, ja, gibt schon mal alles. So geht's los, ey. Würfeltechnisch eine 1, ne? So, das sind ja hüben wie drüben. Das sind 2 auf die Feuerspray. Ja, und die Zielerfassung logischerweise drauf. Und die Zielerfassung ist drauf. Das heißt, drauf. Feuerspray hat noch 2 Schilde. Hat noch 2 Schilde, ja. Okay. Jetzt HWK, Range. Ja, das sieht gut aus für die Range HWK. 2. Gut für die HWK, schlecht für mich. Aber das macht nichts. Schauen wir mal, ob es so weitergeht mit den Würfeln. Frage ist, was hat er da gewürfelt? Ein Crit sieht raus gegen Evade. Ja. Und Blank. Ja. Ja, ich denke, er war auch okay, nicht war's. Im primären Feuerwinkel. Das heißt, ich hätte durch die Schubdüsen sowieso noch einen Blank drehen dürfen. Ja. Die Schubdüsen sind so wichtig auf der Krabbe. Das habe ich festgestellt über das Turnier. Ohne die hätte ich wesentlich mehr Spiele verloren. Was hat er da jetzt gewürfelt? 4 Treffer, ja. 4 Treffer im Fokus, ja. Und was würfel ich? 2 Evade plus Fokus. Also 2 Treffer. 2 Treffer auf die Krabbe? 2 Treffer, ja. Damit auch nur noch 2 Schilde. Auf den IGB, ja. 2 Schilde eingebüßt. Okay. Ja, nochmal die Räder kontrolliert, ganz wichtig. Ja, wie oft wir das gemacht haben. Der Wahnsinn. Interessant ist, guck mal, das ist ein imperiale Firespray, das ist ein schwarzes Rad. Ja. Ja gut, da waren wir jetzt nicht päpstlicher als der Papst. Nein, das muss auch nicht wirklich sein. Nein. So, die Z95 ziehen rein, das war eigentlich ja, zu erwarten, denke ich mal. Ja. Interessant wird es jetzt auf der linken Seite. Na, interessant, die Frage, die man sich jetzt stellen muss, nachdem ich mich geoutet habe und gesagt habe, ich gehe auf die kleinen Jäger. Was passiert, wo ich jetzt die Firespray angeschossen habe, weißt du? Was würdest du jetzt machen? Würdest du das Ziel wechseln? Also, schwierige Frage in dem Moment. Für die Krabbe mit dem Stress bleibt eigentlich nicht viel. Also die wahrscheinlich würde ich die irgendwie 1 geradeaus oder so fliegen und dann versuchen schon weiter auf die Z95 zu schießen, weil auf die Firespray wirst du wenig Chancen haben, da ranzukommen. Und dann ist die Frage, was macht man mit der zweiten Krabbe unten? Nimmt man dann den Z95 ins Kreuzfeuer oder versucht man es weiter auf die Firespray? Ich hätte wahrscheinlich auf die Firespray geschossen, das habe ich ja von Anfang an schon gesagt. Das wäre mein Primärziel gewesen, aber ja, nach deinem Outing denke ich mal, du ziehst jetzt mit der anderen Krabbe rein und schießt auf die Z95 von 2 Seiten. Ich meine, das habe ich gemacht. Das ist jetzt... Also ich denke, es war relativ klar, dass er mich versucht, bumpen zu lassen. Ja, oder eben in den hinteren Feuerwinkel zu bekommen, eins von beidem. Und mein Ziel war, glaube ich, einfach nur, den Bump zu bekommen. Ja, in dem Fall ist es das Beste, was dir passieren kann. Du bleibst auf Distanz, richtig. Kannst deine Laserkanone benutzen, den Gunner hast du eh, du kriegst die Zielerfassung nach dem ersten Schuss, also da macht es dir auch nicht viel aus, wenn du keine Aktion hast. Ja. Das habe ich auch gemerkt, das ist ein absoluter Vorteil von dieser Zielerfassung. Ja. Durch die Weglassen der verbesserten Sensoren büßt du ein bisschen an dieser Beweglichkeit ein, aber das kompensierst du. Das kompensierst du einfach dadurch, dass du, wenn du irgendwo bumpst oder so, du hast halt trotzdem meistens die Zielerfassung. Spätestens im zweiten Schuss hast du sie. Ja, das habe ich bei meinem Phantom, als ich das in meinem ersten Setup geflogen bin, also das... war absolut nötig. Also. Okay, er fliegt jetzt, genau. Meine Überlegung war, wenn er weiterfliegt, dann muss ich ihm eventuell noch mit dem Schub entkommen. Okay. Na, deswegen auch eine 3. Damit du aus dem Feuerwinkel noch rauskommen kannst. Richtig. Genau, ja. Ja, ich wusste ja nicht, lässt er mich bumpen oder will er mich bumpen lassen? Mhm. Oder will er mich hinten in den Feuerwinkel reinkriegen?
So, das Blastergeschütz, auf welche Range geht das? 1 bis 2, ja. 1 bis 2, ja, okay. Das heißt wieder volle Breitseite von der HWK. Ja, das ist richtig. Und ich bin auch noch im primären Feuerwinkel. Das heißt, die Schubdüsen zünden da auch nicht. Mhm. Oh. Ja. Made in China. Ja. Das Laster von den großen Schiffen, ja. Rums. Auch da. Nichts verschoben, oder? Nee. Ja, alles gut. Nur mit dem kleinen Finger. nee, auch da. Ich habe Fliegen geübt. Ja. Ich das Fliegen muss man auch mit den großen Schiffen, also das ist... Es geht inzwischen besser, ja. Und Defensivvariante. Ja. Ja, immer... Immer wichtig, diesen Evade noch zu haben. Weil die grünen Würfel... sind keine treuen Freunde, das kann ich euch sagen. Ich glaube, ich hatte ein Spiel in den Vorrundenspielen, da habe ich gegen 4 X-Wings gespielt, die konnten insgesamt alle X-Wings gesammelt. Es konnten insgesamt 3 Schüsse auf mich abgegeben werden. Auf eine Krabbe, Range 3, durch den Asteroiden. Und ich hätte sie fast verloren. Weil ich dreimal hintereinander 5 Augen gewürfelt habe. Tja, das ist das Ding mit Würfelspielen, nicht? Ja. Das ist, 5 Augen, ich hatte dann noch meinen Evade, aber ich habe immer und die Schubdüsen. Ja, die haben ja nicht geholfen, ich hatte ja Augen gewürfelt. Ach, du hast Augen gewürfelt? Ja, das heißt, ich habe immer kassiert. Oh, das ist natürlich... Auch kritische Treffer, ich glaube, ich hatte nur noch einen Hülle oder so, wow. Doppeltreffer, alles dabei war, alles war dabei. So, jetzt schauen wir mal, auf wen wird geschossen. So, ich glaube... Okay, jetzt muss erstmal abgecheckt werden, wo, auf wen ich überhaupt schießen kann. Ja. HWK, es blinkt ein bisschen, scheint noch knapp drin zu sein mit der Ecke vorne. Ja, aber ich weiß nicht, ob das mein Primärziel ist. Ich will den ersten Z95 einfach runterholen. Ja, der blockt dich sonst auch in der nächsten Runde, gell? Wenn du dir da die Lücke freischießen kannst, hast du wieder Raum zum Fliegen. Ja. Das sind auch einfach Punkte, die du dann machst, ne? Ja. In dem Moment. Gucken, ob dir die Würfel holz sind jetzt. Ja, so genau kann ich mich da jetzt nicht mehr dran erinnern, aber ich schieße auf den Kollegen, ne? Oh, ein Krit, so, oder? Er hat einen. Dann kommt die Zielerfassung drauf, ja, evade. Und er will, jawohl, und jetzt ist die Zielerfassung, die lege ich natürlich um auf den HWK. Wieso das? Habe ich mit ihm hier geschossen, mit dem unteren, ne? Kann das sein? Ich kann es auch nicht so richtig. Nee, kann nicht sein. Ich habe mit ihm geschossen. Ah, nee. Ich habe mit ihm zuerst geschossen mit der Primärwaffe auf den HWK. Ja. Habe jetzt eine Zielerfassung auf ihn liegen und schieße jetzt aber mit meiner Sekundärwaffe auf einen anderen. Ach so, ja. So rum habe ich es aufgeteilt. Du musst ja nicht auf den gleichen nein, schießen quasi. Das muss ich nicht. Alles gut. Ich wusste nur gerade selber nicht mehr, was ich getan habe. Und jetzt schieße ich was? Das ist natürlich tricky, ja. Was schießen wir jetzt? 3 Treffer, sehe ich. 3 Treffer und ein Fokus, oder? Ein Auge. Ja. Und was macht er? Ein Evade. Ist das ein Evade? Das scheint so, oder? Ich weiß es nicht. Ist schwer zu sehen. Sieht aus. Also ich würde sagen, es ist ein Evade, wenn ich den Punkt da richtig erkenne. Es müssten dann, er tut Schilde weg. 2 Stück, glaube ich. Okay. Dann hat der erste Z95 schon mal keine Schilde mehr, was schon mal gut ist. Und ich denke, ich werde jetzt mit der zweiten Krabbe versuchen... Ja, der muss jetzt raus, oder? Ich werde versuchen, ihn zu... kaputt zu kriegen, ja. Also mit dem... Davon gehe ich jetzt mal aus. Mit dem Gunner und der Zielerfassung, denke ich mal. Ja. Interessant ist auch bei der Zielerfassung, ich muss sie ja nicht umlegen, ich kann sie nur umlegen. Du darfst sie, genau. Ja. Also insofern, du hast sie auf der HWK gelassen für die nächste Runde. Genau. Also schon wieder einen Schritt voraus. Ja. So, was haben wir hier? 2 Fokus, ein Blank und ein Crit? Ja, sieht so aus. Wobei Crit müsstest du ja bei der Laserkanone... Aber er weicht aus. Er weicht aus und ich denke mal, jetzt kommt die Zielerfassung und der neue Angriff. Crit kann es ja nicht sein bei der Laserkanone, oder? Nee. Ja da, also zumindest beim ersten Wurf nicht. Beim nee, vielleicht habe ich ihn auch einfach nicht umgedreht. Das kann, ja. Das kann durchaus sein. Das schaut auch schon mal so, besser aus. Das sieht besser aus, ja. Das sieht auch nach 4 Treffern aus und ja, damit ist er weg. Anyway, der ist raus. First Blood. Okay. Der Plan hat funktioniert. Einer weniger, immerhin. So, wer schießt jetzt noch? Der HWK? Jetzt schießen alle von die ihm. Die Z95, gell? Die Firespray kann nicht schießen? Die Firespray kann nicht schießen, nee. Oder du bist gebumpt mit ihr? Ja.
Die HWK wird mich jetzt auch, ja, wahrscheinlich werden sie mich beide versuchen, ein bisschen zu zerlegen. Du hast Glück. Ja. Ein Treffer. Ja. Wobei, sie schießt halt auch ohne irgendetwas auf mich, ne? Also stochastisch, also mehr auf ein bis zwei Treffer darf er halt nicht hoffen. Drei wären halt schon sehr großes Glück, ne? Ja, ich denke mal, der Hauptvorteil ist halt, wenn sie mittendrin ist, dass du wirklich limitiert bist mit deinen Aktionen. Ja? Dass du eigentlich dir keinen Fokus und keinen Evade nehmen solltest, weil er ja sowieso weg ist. Ja. Und der Schadensoutput dürfte jetzt nicht zu immens sein von der AWK. Und der Z95. Nicht verdeckt, zwei Würfel, Range 3. Ich glaube, du hast dann vier Würfel und die automatischen Schubdüsen. Aber ich da dürfte. Ich habe nicht gesehen, ob es verdeckt ist oder nicht. Nee, es ist nicht verdeckt. Range 3, aber... Oh, gerade so, die Schubdüsen helfen. Ja, gucken hier. Schubdüse und... Da sieht man es wieder, also... Ja, das habe ich vorher völlig unterschätzt. Die Schubdüsen, die automatischen Schubdüsen auf den IGs sind müssen gesetzt sein. Mhm. Also gerade in dem momentanen Meta, weil ich denke, ganz grundsätzlich ist das eine ganz eine immens wichtige Sache. Was haben wir nachgedacht, Herr Fuchs? Was kommt jetzt? Ja, das ist auch schwierig zu fliegen jetzt, gell? Möchte ich mal von dir wissen, weil wie das jetzt geflogen wird. Wie das jetzt geflogen wird? Ja, der Z95 gibt alles in die Welt. Wow. Kunstpause, bis er weiß, was er fliegt, gibt alles. Ich wollte gerade sagen, also ich hätte eigentlich gedacht, er fliegt raus. Ich hätte nicht gedacht, dass er einen Asteroiden durchfliegt. Aber okay, er blockt den anderen. Ein sensationelles Manöver. Ja, und Glück gehabt. Meinung nach. Wow. Meiner Meinung nach ist das Manöver sensationell. Er muss jetzt auch irgendwie entweder nur geradeaus fliegen, ein kleines Stück, um den rückwärtigen Feuerwinkel dich zu kriegen, weil du bist ja geblockt durch den Zettel. Ja, okay. Genau das hat er nämlich, das hat er gewollt, das hat er bekommen. Saugute Nummer. Ja. Und die HWK dreht wahrscheinlich irgendwie. Ich bin mir nicht sicher, ob er mit der HWK dreht oder was er da nochmal macht. Also, dass die irgendwie abdreht oder so, wobei die hat ja nicht allzu viele Möglichkeiten. Ja, die hat wahrscheinlich zwischen Z95 und Firespray so ein Bank irgendwie da reinzudrehen, weißt du? Die Trickheitsdämpfer wären da jetzt gut gewesen. Die Trickheitsdämpfer. Also ist natürlich jetzt schlecht. Ne? Jetzt Wunderpunkt. Jetzt bammst du in die HWK und der Z95 kriegt die volle Breitseite. Eigentlich ja. Aber du bist definitiv geblockt. Also er ist jetzt mit einer 3, wärst von der HWK vorbeigekommen. Er nimmt das in Kauf, um dich auf jeden Fall da stehen zu haben. Ja. Und er will mich ums Verrecken blocken. Ja, fünf Würfel mit der Firespray und die Zielerfassung schon drauf ist natürlich schon übel. Ich glaube, du hast noch zwei Schilde, oder? Ja, ich habe insgesamt noch... Ja, okay, ein bisschen was kann er noch. Noch 6 Punkte. Schauen wir mal. So. Das ist nämlich... Das bumpt. Ja. Okay. Das ist im doppelten Sinne ärgerlich, weil das bumpt und das andere wird auch bumpen. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil was soll ich da fliegen? Ja, ich hatte eben schon nachgedacht, wenn du die verbesserten Sensoren gehabt hättest, mit dem Schub rechts raus und dann K-Turn oder sowas, aber die sind ja nicht dabei, du hast ja das Feuerkontrollsystem. Also insofern... Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was wir da diskutieren, aber wir diskutieren es. Aber mit Fabs mag ich unglaublich zu spielen, weil das sind immer meine liebsten Spiele. Das war ein 1er Bank, ja? Hm? Ich denke, es war ein 1er Bank, ja. Interessanterweise hat er mich damit auch... Also das heißt überrascht, es war schon so, dass ich mir das dachte, aber er hat es jetzt einfach auch... Er hat es gut gespielt. Ich habe die Zielerfassung auf dem HWK liegen, aber ich bin gegen den HWK gebombt, nicht gegen die Z95 und so weiter. Weißt du, das ist schon, naja. Schon auch, das ist, da ist, steckt ja beim Fabs auch immer Kalkül dahinter. Das ist ja das Ärgerliche. Ja, ja, aber letztendlich hast du deine Primärziele trotzdem voll im Feuerwinkel. Gut, auf Range 1. Das ist schon, also. Ja. Hat er schon wirklich gut gemacht. Ja. Lass mich da auch nicht beirren. Es wird jetzt weitergeschossen. Auf. Durchgezogen, zwei Fokus. Ja, und da treffe ich gar nichts, ha? Treffe ich gar nichts?
Wer war das jetzt? Das war die Nummer. Ich denke, ich schieße gerade mit dem IGC, also mit dem, HWK, mit dem unteren, ja. Ja, auf die HWK und habe, glaube ich, nichts getroffen. Also gar nichts. Über zu viel Würfelglück darf man sich dann aber auch nie auslassen, glaube ich. Vielleicht würfel ich ja jetzt dafür 4. Schauen wir mal. Also 4 sind es nicht, aber es sind 3, ha? 3 Treffer und ein Blank? Ne, vielleicht auch 2 Treffer und ein Crit. Oh. Und da würfelt er nichts. Ist das ein Crit? Das ist ein Crit? Das ist natürlich spannend jetzt. Je nachdem, was das für ein Crit ist. Hat er natürlich einen auf die Hülle bekommen. Ein Crit oder sogar 2? Ist der obere auch einer? Das kann sein. Die erste Karte. Erste Karte ist nichts Schlimmes. Nee. Nee. Er bekommt einen Stress vielleicht? Nee, das war auf jeden Fall. Nee, den Stress hat er ja, weil er durch die. Ja, vielleicht bekommt er noch einen Stress um die Karte und die Karte wird umgedreht. Ich weiß nicht genau, was er für ein. Ah nee, das ist ein. Achso, das ist, dass er einen Crit bekommen hat. Ja, das ist ein Crit-Marker, also muss irgendwas. Ah, okay. Bleiben das sein für ihn. Ja, und jetzt schießt er mit seiner. HWK, das ist die HWK, muss sein, ja. Ja, aber drei auch nur ein Treffer. Okay. Auch evaded. Und ich glaube, jetzt zählt's. Kriege ich mein Fett weg. Jetzt zählt's, ja. Das sind 5 Würfel. Ich meine, das kann schon entscheidend sein. Mit Zielerfassung. Wenn du in so einer Runde die Krabbe rausnimmst, oder? Ja. Das ist schon mega entscheidend. Ja. Ah, er würfelt auch mit. Er würfelt. Er gibt alles beim Würfeln. Er fühlt 4 Treffer. 4 Treffer. 4 Treffer. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe die Schubdüsen. Das heißt, ich habe 2 und ich bekomme 2 aufs Schild, richtig? Wieso hast du die Schubdüsen? Sekundärer Feuerwinkel. Firespray hinten raus. Ist das ein sekundärer Feuerwinkel? Ja, ja. Okay, ich dachte, die gehen nur für die 360 Grad. Nee. Wenn du nicht im primären Feuerwinkel bist, das ist der sekundäre bei der Firespray. Ja, nee, ist klar. Ich dachte nur, dass die. So, und jetzt ging's los. Jetzt darfst du gerne überlegen, was ich tue. Ich weiß es noch, deswegen sage ich nichts. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass diese nächsten Turns. Also ich glaube, dieser Turn jetzt hier, der entschied, glaube ich, das Spiel. Aber du. Also das ist schon eine üble Nummer. Das sieht ziemlich verfahren aus, die Situation. Ich meine, seine Schiffe gehen raus. Was kannst du machen? Du kannst theoretisch mit der Nummer C kannst du auch einen Senior Loop machen, dass du die anderen beiden wieder in den Feuerwinkel kriegst. Und kannst versuchen, was kannst du, eine harte 2 mit der Nummer B? Mhm. Irgendwie sowas in die Richtung vielleicht, dass du dich wieder ausrichtest. Und auch das wieder vom Fabs, ne? Zack, bleibt da kurz vor seinem Schiff stehen. Das ist unfassbar. Ja. Das ist unfassbar. Naja, du musst jetzt überlegen, was. Also ich meine, die ziehen ja alle vor mir. Das ist schon klar, der Raum ist frei, ja. Aber mich würde es trotzdem interessieren, du hast ja noch ein bisschen drüber nachzudenken, was sie jetzt machen. Ja, die eine Variante hatte ich ja schon, dass du mit dem unteren einen S-Loop machen kannst. Nach oben. Okay. Was dass du irgendwie versuchst, auf Range-3 für die Laserkanone zu kommen. Ja, mit dem anderen, den lässt du vielleicht bumpen oder ziehst rein, auch nach unten. Also das mit dem S-Loop hätte ich jetzt gedacht, einfach, dass du wieder auf die Range kommst für deine Laserkanone. Ich meine, es kann auch sein, dass du mit beiden reinziehst und die ineinander bumpst. Also mein Ziel war es ja immer, auf Entfernung zu kämpfen. Und die optimalste Ausnutzung der Situation ist natürlich, den Gegner, wenn es geht, auf Range und von hinten anzugreifen. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Jetzt schauen wir mal, was macht die Firespray eigentlich? Die Firespray fliegt eine harte Kurve. Ich sehe es nicht genau. Ja, ist schwierig. Er überlegt noch. Ah, er überlegt, ob er seine Dämpfer zünden soll, denke ich. Ah, okay. Ich bin mal gespannt, ob er das getan hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
Was macht der Fabs? Was macht der Fabs? Dödödödöm. Was macht der Fabs? Was macht der Fabs? Dödödödöm. Ist natürlich in der nächsten Runde dann schlecht, gell? Wenn er jetzt die Dämpfer zieht, bis er mit der Firespray dann wieder rumkommt. Ja, und ich glaube, das hat er also, sich auch gerade überlegt. Sie steht natürlich sehr ungünstig da in diese Ecke rein. Insofern vielleicht lieber neu ausrichten und dann im nächsten Angriff nochmal drauf. Ja, jetzt Schub da. Genau. Damit er in der nächsten Runde wieder richtig steht. So, und was macht mein IGB, der nur noch 4 Hülle hat? Wir sind immer noch nicht weiter. Der eine macht einen Senior. Das hatte ich ja so vermutet. Der eine ist die C. Mhm. Und der andere? Geradeaus. Ah. Durch die Asteroiden. Musst du jetzt eruieren. Immer. Es ist natürlich für dich jetzt von daher ein bisschen einfacher. Also, mein Ziel ist es ja. Da, fliegt ihn sogar zuerst. Ich setz mich nicht geradeaus, aber leicht durch, okay. Ich setze mich mit dem Senior ganz bewusst auf das Trümmerfeld. Ach so, du kannst ja schießen, weil es ist ja ein Trümmerfeld, es ist kein Asteroid. Klar. Ah. Das Manöver kann ich fliegen, ich könnte ja auch auf dem Asteroiden fliegen, aber ich kann schießen. Das einzig Dumme war nur, dass es ein bisschen zu weit ging, also wirklich ein Müh. Du siehst da, wo ich dann nachher die Manöverschablone anlegen muss. Es ist verdeckt, ja. Es ist quasi verdeckt, deswegen kriege ich jetzt 2 Stress und nachher eben nochmal Stress. So, und meiner Meinung nach war dieser Moment hier einfach spielentscheidend, weil ich bin jetzt in einer absolut überlegenen Position. Das ist gut gelöst, ja. Für die nächsten, ja, das war mir auch den Doppelstress oder dann auf den Dreifachstress wert, das war mir völlig egal. Mhm. Ja gut, du kommst ja in der nächsten Runde auch wieder gut raus, du hast keine Asteroiden vor dir, du kannst einfach eine grüne 1 fliegen, dann bist du den ersten Stress los. Hast da eine Menge Möglichkeiten, dich neu zu positionieren. Ne? Ja, wichtig war einfach, dass ich das sozusagen die Meute vor mir habe. Das war mir in dem Moment eigentlich am wichtigsten. Wie viele Minuten habt ihr gespielt? 75? Ja, die Halbfinals waren 75, die Vorrunden auch 75, das Finale waren dann, glaube ich, 90. Okay. Und das hier ist, wie gesagt, das eine Halbfinale, ein Tisch weiter, wenn du die Kamera weiter nach oben denkst, da spielen Frank the Prank und der Okko Test Dev. Und ich glaube, Okko hat da mehrfach über sein Würfelpech geflucht. Aber es war halt auch eine starke Liste. Bam. Was war das? 4 Treffer, okay. 4 auf Treffer, die HWK. 2 Blanks. Ja, was will er da machen? Da macht er nix. 4 Treffer auf die HWK. Schild weg und 3 Hülle. Bleibt noch einer übrig. Bleibt noch einer übrig und ich schieße noch mit einem. Das ist Range 3 verdeckt. Hat die HWK 3 Würfel oder ist es noch 2? Die HWK müsste 3 Würfel haben, ja. Die klappt auch schon zurecht. Und so, was treffe ich? 1, 2, 3, ja. Okay. Aber das ist, also 3 Treffer sind mit Zielerfassung im Prinzip vollkommen, okay, das ist scheiße. Ja, das ist, aber er hatte sowieso nur noch einen, also es wäre relativ unwahrscheinlich gewesen. Ja, du hättest ja immerhin noch den zweiten Schuss gehabt mit der Zielerfassung. Also. Ja. Und das meinte ich auch, also jetzt habe ich das Feld eben vor mir, schieß vor ihm. Ja, seine Firespray kann ich schießen, sein Z95 kann ich schießen. Ich habe seine HWK rausgenommen. Das heißt, ich kassiere in dieser Runde keinen Schaden. Er verliert einen Flieger. Ja, 2 gegen 2. Ja, und mein Ziel ist es erstmal, noch nur den Z95 rauszunehmen. Mhm. Denn wenn ich den rausgenommen habe, dann kann er mir eine Krabbe abschießen. Und dann gewinne ich immer noch. Ja. Weil ich einen Punkt Vorsprung habe. Und 2 Krabben dürfte er nicht mehr schaffen. Das ist die Idee. Was macht er? Ja, er macht einen K-Turn. Wow. Ja, er weiß aber auch in dem Moment jetzt, dass er nicht mehr entkommen kann, ja. Mhm. Also will er wenigstens wahrscheinlich versuchen, einfach nochmal zu schießen. Ich denke, da kommt er nicht weg. Also ich habe das Feld, ich habe das Feld vor mir. Ich kann jetzt einfach eine 1 fliegen, ja. Und jetzt setzt er sich noch auf einen Asteroiden. Ja. Ja, gut, die Möglichkeit wäre gewesen, mit einer harten 3 den Z95 runter zur Firespray zu bringen. Und die Firespray vielleicht nur leicht 1 geradeaus zu fliegen, wenn du mit deinen Krabben hinterher fliegst. Kriegt er auch noch einen Treffer.
Also jetzt hat er gerade, das ist aber eigentlich völlig untypisch für Fabs. Also der fliegt eigentlich so gut. Das war jetzt aus Versehen mal, das war jetzt einfach mal ein versehentliches Ding. Ja, die Runde davor hat die Wirkung gebracht. Ich glaube, das war ein Wirkungstreffer. Ja, das sieht man dann schon. Er hadert auch ein bisschen. Ja, jetzt kann er nicht schießen mit der Fire Spray. Das nächste Problem. Und der Z95 dürfte jetzt eigentlich vom Feld gehen, oder? So. Und da hatte ich mir halt offen gehalten, wie ich was fliege, mit wem ich wo wie bumpe. Und jetzt ist natürlich... gut, jetzt fliege ich eine grüne 3, aber ich, beim Verlassen habe ich halt... Wieder Stress. Ja. Okay. Und der andere bumpt jetzt mit dem... Das ist ja Doppelstress. Ja, und der andere fliegt jetzt einfach... Rein. Gemütlich rein. Na. Ist auch letztendlich... Nice. Letztendlich auch... mit irgendeinem bumpte ich. Also das war auch, glaube ich, Sinn der Sache. Einfach nur, dass ich in der richtigen Entfernung quasi zum Z95 stehe. Der Z95 hat übrigens auch nur noch eine Hülle, wenn ich das richtig sehe hier. Ja. Und genau, und deswegen bin ich auch mit dem anderen zuerst geflogen, damit ich... Alternativ noch auf die Fire Spray schießen kann. Genau, das sehe ich jetzt erst gerade. Okay. Ja, ist interessant. Also hier sieht man wirklich, wie man die Krabben spielen muss, ja. Also, ja, es ist so. Also ich wäre jetzt nicht unbedingt auf das Trümmerfeld geflogen, aber es hat sich ja alles bezahlt gemacht. Und so auch von den Manövern so einstellen, dass man entscheiden kann, wen lasse ich wie bumpen, wie richte ich sie aus. Also da ist schon mehr dahinter, als es erst den Anschein hat. Und das, denke ich, bedarf auch schon einiger Übungen, ja, die so zu positionieren. Ja. Also ich persönlich habe sie noch nie gespielt. Okay, das war's. Damit ist er raus. Okay. Ja. Und Nummer 2 auf die Firespray, ganz klar. Ja, und jetzt kann ich ja mit dem zweiten auf die Firespray schießen, genau. Deswegen bin ich die wahrscheinlich so rumgeflogen. Auch wieder ein Vorteil von gleichen Pilotenwerten, ne? Genau wie Fabs mit seiner HWK und seiner Firespray kann ich jetzt natürlich bei meinen entscheiden. Jetzt läuft's. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das sind 3 oder... Das sind 3, ne? Ein Evade, ja. Ein Evade. 2. Das heißt, damit sind die Schilde weg, oder? Nee, es ist sogar schon einer auf die Hülle. Schon? Oh, okay, einer auf die Hülle. Ja, der ist vorhin durch einen. Der Asteroid hat ihm einen Schaden gegeben. Ach, stimmt, genau, das war's. So, und jetzt natürlich. Was jetzt macht er? Jetzt dreht er ab, oder? Ja. Jetzt hilft nur noch der Heckfeuerwinkel, genau. Ja. Ja, eigentlich. Das so, Push-Limit hat er, dann jetzt. Bitte zart für ihn. Fokus. Zielerfassung. Oder? Oder defensiv? Ich sehe es nicht. Nee, Fokus-Zielerfassung. Fokus-Ziel? Nee, halt nee. Das ist deine. Fokus-Evade, ha? Fokus-Evade? Okay, der liegt auf der anderen Seite, sieht man nicht. Ja. Okay. Ja, der. Stress abbauen. Muss jetzt erstmal Stress abbauen, ja. Sehe ich auch so. Und jetzt noch ein S-Loop zum Ausrichten wieder. Ich nehme nicht an, dass du da reinfliegst, direkt hinterher, oder? Das glaube ich nicht. Ich glaube, der Wunsch ist schon, der Wunsch ist schon, auf Entfernung zu kämpfen. Muss sein. Ja, den werde ich auch jetzt beherzigen. Aber? Ja. Augenmaß. Ja, das... glaub mir, ein Spiel davor gegen Fabs, weiß nicht, das war auch am gleichen Tag, glaube ich, das erste Spiel, habe ich mich so minimal an einer Stelle verschätzt und eigentlich hätte es das gewesen sein können. Mit viel Glück habe ich das Spiel in der Hinrunde gegen Fabs mit 50-51 gewonnen. Im letzten Move. Das sieht jetzt dann doch ein bisschen deutlicher aus. Du hast ihn eigentlich direkt vor dir, du kannst ihn jetzt eigentlich runterjagen von hinten. Also das war, wenn der nicht geklappt hätte, der S-Loop, hätte sich noch ein bisschen gezogen, aber so denke ich. Ja, er kriegt jetzt einen Treffer, den evadet er, oder? Ja, er hat einen evade und noch einen. Ja. Aber das ist nicht schlau, den zu nehmen. Ich hätte den Treffer genommen. Ja, jetzt Gunner und Zielerfassung. Ja, aber ich weiß nicht genau. Es kann nur schlimmer kommen.
Ja, es kann. Rein vom Schnitt her, mit der Laserkanone und der Zielerfassung mache ich 3 Treffer. Ja klar, 50% auf 2, der Reroll. Na, und jetzt treffe ich auch noch, ich glaube... Was hat er da? Ich glaube, ich habe Hit, Crit-Hit und er hat... Trefferfokus und jetzt überlegt er noch. Ja. Ich würde ihn nicht kassieren. Gibt er ihn aus? Nee, er gibt ihn nicht aus, ne? Er bleibt mit Hit. So, ich weiß nicht, was er an Crit kassiert, aber er kriegt, was kriegt er? 4 Treffer und einen Crit? Ja, so sah es aus, ja. Okay, das heißt, er hat noch eine Hülle. Nee, 3 Treffer, er hat da einen Evade gewürfelt. Einen Evade hat er gewürfelt. Er hat überlegt, ob für den zweiten Fokus, ob er da seinen Fokus ausgibt. Ich hätte es ganz ehrlich gemacht, weil er hat jetzt 4 Würfel. Du hast 4 Ausweichen und die Schubdüsen, also ist eigentlich... Ja, vor allen Dingen schießt er gerade, er schießt gerade auf den nicht angeschlagenen, ja. Gehe ich mal von aus. Ja. Was macht er jetzt? Ich hat auf jeden Fall seinen Wurf geflasht. Okay, das kommt ist 2 Treffer durch. Ja, genau. Schubdüsen, einer. Schubdüse, einer. Ging dann auf den welchen? Das müsste. Okay, jetzt macht er fair und jetzt gibt er auf. Er gibt auf. Ja. Ey, ich denke, es ist auch aussichtslos, weil die stehen jetzt so gut. Du kommst mit dem einen unten rum, kannst ihn im Weg abschneiden. Ansonsten muss er oben durch die Asteroiden und da bist du mit deinem direkt dahinter. Ja, mit dem Dreierbank um den Schub kommst du eigentlich immer dahin, wo du willst. Ja, es war. Das Ende war abzusehen, sagen wir es.